Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrelda.de. Ihr klickt hier rein, weil ihr die Musterlösung zur Aufgabe sehen möchtet. Hier suchen wir die Nullstellen von diesem Polynom. Wir sehen, das Polynom hat Grad 3, das heißt, wir brauchen eine Polynomdivision. Wir erwarten maximal 3 Nullstellen. Und wer sich das Video zum Horner-Schema angeschaut hat, dem empfehle ich, das alles mit dem Horner-Schema zu lösen, weil es deutlich einfacher ist. Wer es nicht getan hat, sollte es vielleicht tun. Ansonsten schaut natürlich dieses Video weiter an. So, wir haben hier also das Polynom. Wir müssen die erste Nullstelle raten. Das Einfachste in solchen Fällen ist immer, x gleich 1 zu raten. In manchen Aufgaben steht sogar drin, sei eine Nullstelle gleich x gleich 1. Sehr oft in Abi-Aufgaben so der Fall. Also sagen wir, wir testen mal die 1. Naja, 1 minus 1 gibt 0, minus 4 gibt minus 4, plus 4 gibt 0. Das heißt, x gleich 1 ist eine Nullstelle. Ich kann also durch x minus 1 teilen. Das heißt, wir haben hier x hoch 3 minus x Quadrat minus 4x plus 4 geteilt durch x minus 1. Wir teilen durch x minus 1, weil 1 eine Nullstelle ist. Nun, wie oft passt das x in x hoch 3? Naja, wir müssen also mit x Quadrat multiplizieren. Dann steht hier minus x hoch 3 und x Quadrat minus 1 gibt minus x Quadrat. So. Wir sehen, hier kommt schon ein 0 raus. Wenn wir das auswenden, naja, wir haben aber noch eine minus 4, die wir übernehmen müssen. Minus 4x müssen wir übernehmen. Da können wir noch nicht weiterrechnen, das heißt, wir übernehmen auch direkt noch die 4. Und müssen überlegen, wie oft passt jetzt die x in die minus 4x rein. Naja, muss ich mit minus 4 multiplizieren. Das heißt, ich habe minus minus 4x. Minus 4 mal 1, minus 1 gibt plus 4. Das heißt, wir kommen hier auch wieder auf 0. Das heißt, wir haben dieses Mal die Lösung, das Polynom x² minus 4. Wir müssen das noch weiter lösen. Ja, x² minus 4 gleich 0. Das ist recht einfach. Plus 4, dann steht hier noch x² gleich 4. Ich muss die Wurzeln ziehen, dann steht hier x ist gleich plus minus 2. Das heißt, wir haben drei Nullstellen, x1 gleich 1 und x2 gleich 2 und x3 gleich minus 2. Was wir jetzt auch noch machen können, ist, wir können jetzt mal eine weitere Nullstelle raten und schauen, ob wir, wenn wir jetzt eine andere Nullstelle geraten hätten, auf das gleiche Ergebnis rauskommen. Das heißt, wir fangen an mit x hoch 3 minus x Quadrat minus 4x plus 4. Das Schöne ist, wir müssen ja eigentlich gar nicht mehr raten. Wir wissen ja schon die Nullstellen. Das heißt, wir nehmen einfach mal die plus 2 als Nullstelle. Das heißt, ich teile durch x. Nein, ich nehme die minus 2. Ich teile mal durch x plus 2. So. Ich muss wieder x mit x Quadrat multiplizieren, damit ich auf x hoch 3 komme. Dann steht hier minus x hoch 3 plus 2x Quadrat. Minus 2x Quadrat minus x hoch 3 mit minus x Quadrat gibt minus 3x Quadrat. Ich übernehme die minus 4x. Das heißt, ich muss mit minus 3x das x multiplizieren, damit ich auf minus 3x Quadrat komme. Minus 3x Quadrat. Minus 6x. Das heißt, wir haben minus mal minus gibt wieder plus. 4 plus 6 gibt 2x plus 4. Ich muss x mit 2 multiplizieren, damit ich auf 2x komme. Also plus 2. Dann minus 2x plus 4 und das gibt genau 0. Wir haben also, wenn ich das Polynom x hoch 3 minus x Quadrat minus 4x plus 4 durch x plus 2 teile, kommt das Polynom x Quadrat minus 3x plus 2 raus. Nun,
Da muss ich jetzt die PQ-Formel anwenden, um weitere Lösungen zu finden. Also x2x und x3 sind minus p halbe, also 3 halbe, plus p halbe ins Quadrat, also 9 Viertel, minus q, also minus 2. Nun, 2 muss ich jetzt weiter auf Viertel, also 4 mal 2 gibt 8, also habe ich 8 Viertel. 9 minus 8 gibt 1, das heißt wir haben 3 halbe plus minus Wurzel von einem Viertel. Also habe ich 3 halbe plus minus 1 halb. Somit komme ich auf x2 gleich 3 halbe plus 1 halbes sind 2. x3 gleich 3 halbe minus 1 halb gibt 1. Hier wussten wir ja schon, x1 war minus 2. Das heißt, auch in dem Fall hier haben wir die drei Nullstellen rausbekommen. 1, 2 und minus 2. Wie auch schon bei der ersten Polynomdivision. Es ist also vollkommen egal, welchen Wert man zu Beginn rät. Man kommt immer auf dieselben Lösungen. Ihr müsst nur immer aufpassen auf die ganzen Minusse. Man verstand ziemlich schnell, weil sowas wie hier minus minus oder minus vor der Klammer und in der Klammer und an der zweiten Stelle. Passt wirklich gründlich auf oder nehmt das Hornerschema.